Aber wir können nicht das Ganze beenden ohne das kleine Highlight, das ich noch versprochen habe. Kalle Kuschinski. Ja. Moin. Ja, hallo. Ja. Ah, toll. Wie ist das jetzt für Sie, hier beim FC St. Pauli zu sein? Ich freue mich richtig auf die Fußballspiele im Stadion, Millerntor. Auf was freust du dich denn eigentlich? Weil auf Zocken, auf dem Platz, schön Fußball. Ich weiß nicht, ob es dir jemand gesagt hat, aber ich werde dich hier in diesem Stadion rumführen, damit du es kennenlernst. Aber von Spielen ist hier keine Rede, das tut mir leid. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kalle in Gefahr. Wir haben ja schon einiges gesehen. Glühweinstand am Verkauf. Es ist jetzt die letzte Runde Glühwein. Hier wurde mir gerade ein Katzenfoto gezeigt. Dann selber Bus fahren. Uiuiuiuiui. Ja, genau. Ja, hast ja recht. Und mit der Bahn war ich auch schon unterwegs. Nächster Halt, Bahnhof Spandau. Das hier. Der Hebel für die Kraft. Geil. Wenn du den nach vorne legst, dann fährt der Zug los. Dann ballert er. Ja. Schön. Und heute schauen wir uns mal einen der coolsten Fußballclubs Deutschlands an, den FC St. Pauli. Hier am Millerntor-Stadion. EA hat das Stadion nämlich auch in FC 24 reingehauen. Und deswegen treffen wir uns jetzt mit jemandem, der uns das Ganze mal zeigt. Bis später. Ah, oh, schön. St. Pauli. Ah, oh, da bin ich mal gespannt, was es heute wird hier, ne? So. Oh, moin! Moin, Kalle! Der Ralle, grüß dich. Schön, schön. Ja, du, Kalle, ja. Du als alte St. Pauli-Legende kannst mir doch bestimmt hier mal schön das Millerntor-Stadion heute so ein bisschen zeigen. Das werde ich auf jeden Fall, denn hier gibt es wirklich mehr als genug zu sehen. Nur eins ist auch klar, ich weiß, du hast dir echt Mühe gegeben mit dem T-Shirt, aber so kommst du hier nicht rein. Oh, ja, geil, hier schön. Stopp. Ja, es ist schön, aber erster Tag beim FC St. Pauli, erstmal mit den Basics anfangen. Das heißt braun und weiß. So. Also. Jetzt müssen wir nur die richtige Größe finden. Das ist ja eine Plauze mit einem Bereich. Nein, das hast du jetzt gesagt. Aber es muss ja passen. Ja, ja. Aber ich denke, ja. Ja. Passt. Nehmen wir. Klappe zu, Affe tot und rennen. Ne, sag ich immer. Oh, ja, hier, Name drauf, ne? Genau, das ist die Beflockungsmaschine, weil du hast zwar jetzt ein FC St. Pauli-Trikot, aber du hast nicht dein FC St. Pauli-Trikot. Ja, ja, und das machen wir jetzt mal zusammen. Ich mache mal die Vorarbeit als guter Assistgeber. Geil, geil. Spanne ich mal das Trikot drauf. Irgendwie dann so. So, dann das Lineal rausziehen, ohne dass zu viel passiert. Das kriegen wir nicht. So. Und dasselbe machen wir unten mit deinem Namen. Ja, so wird ein Kalle draus. So wird ein Kalle draus. Geil. Danke, Ralle. Gerne, Kalle. So, jetzt kannst du sie drüber ziehen. Geil. Genau. Alter. Nicht unten anfassen, nicht unten anfassen. So. Dafür gibt es hier die. Hot. Genau. Und dann einmal runterziehen. Da. Bin gespannt, ob es geklappt hat. Boah, das ist aber tatsächlich ganz cool gerade. Ganz kurz, wie fühlt sich das für dich an? Ist schon. Es ist mega cool, weil. Klar, man hatte schon oft Trikots so, man hat den Leuten dabei zugeguckt, aber es ist jetzt mal selber zu machen. Und man fühlt sich jetzt irgendwie auch verbunden. Also es ist ein ganz merkwürdiges Feeling, tatsächlich jetzt. So, jetzt haben wir aus einem FC St. Pauli Trikot Kalles FC St. Pauli Trikot gemacht. Was hältst du denn davon? Geil. Ich finde, also 77 sieht auch geil aus. Auch in der Schrift, tatsächlich. So gut ausgesucht. Ja. Ich bin stolz auf dich. Danke, danke, Ronny. Herzlich willkommen. Kalle, steht dir. Danke. Ja, hier schön mit Nummer hinten, ne? Und Name. Aber das sind ja hier auch tatsächlich schon die heiligen Hallen. Ne? Die Umkleidekabine. Ja, hier dürfen eigentlich tatsächlich außer Spieler, Staff eigentlich niemand rein. Also das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort. Was ist das für ein Gefühl? Man kommt hier morgens rein oder mittags, je nachdem. Man packt hier so seine privaten Sachen hin, Trikot hängt schon, Stutzen. Wie fühlt man sich, wenn man sich jetzt aufs Spiel vorbereiten muss? Ich fange anders an. Wie hast du dich gefühlt, als dein Trikot hier hängt?
gerade eben. Ja, war schon was Besonderes. Ne? Ja. Hängt ja auch nicht ständig in so einer Kabine. Und jetzt musst du dir vorstellen, da draußen warten 30.000, freuen sich drauf, dich zu sehen, dich mit deinen Mannschaftskameraden. Das ist schon immer ein ganz besonderes Gefühl. Das geht schon auf dem Weg zum Stadion los, tatsächlich. Und wenn du hier drin bist, weißt du, jetzt ist Fußball. Mir ist übrigens diese große Trommel, sag ich jetzt mal, da aufgefallen. Ja. Schöner Tonträger. Wird hier auch richtig schön Mucke geballert? Ja, wie du weißt, Fußballer sind bekannt für ihren großartigen Musikgeschmack. Ja. Und es muss ja ballern. Das Taktikboard, um einfach mal aufzuzeigen, wie möchte ich denn jetzt hier im 4-2-3-1 gegen ein tiefstehendes 3-5-2 spielen. Ja. Zu viele Zahlen für dich, alles gut. Nee, aber wieso? Ich bin doch fußballaffin. Ja. 4-3-2-1, weiß ich doch. Und tief. Und hoch. Und hoch. Und breit. Und breit. Ja. Ja. Was müsste ich dir jetzt bezahlen, dass du da jetzt reingehst? So, was denkst du eigentlich, was das hier ist? Ja, das sieht so entweder Puma-Käfig oder Presse, ne? Richtig, so. Presse. Und da du heute die Fragen stellst, ja, stehst du auf der Seite. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ich kann dir nicht sagen, woran es gelegen hat. Schön. Ja, ja, aber da gibt es aber so richtig so richtige Dorffragen. Ja, aber die hast du schon gestellt. Ja. Es ist so dieses... Nochmal, der Abpfiff war vor 2 Minuten, vor 3 Minuten. Ja. Vielleicht hast du dich noch von den Fans feiern lassen. Heimspiel gewonnen, 5 Minuten. Adrenalin noch bis über die Ohrenspitzen. Und dann kommt halt die Frage, ja, woran hat ihr die gelegen? Ja. Oder wie fühlen sie sich? Ja. Ja, müde. Ja. Ja, und weiter? Ja, ich gehe jetzt in die Eistonne. Und jetzt stell dir das voll vor. Und laut auch, ne? Voll und laut. Voll laut. So, jetzt sitzen wir mal hier im Millerntor-Stadion auf den Trainerbänken. Ralle, das war alles mega gut gezeigt. Ist jetzt auch schon ein besonderer Moment hier, wenn man mal das Spielfeld auch aus so einer Perspektive sieht. Viel näher ran kommst du nicht. Ja, ist wirklich schon super, super nah dran. Und ja, man merkt jetzt ja auch schon, ne, wenn man schon drüber gesprochen hat, Millerntor-Stadion jetzt auch in FC24. Wir haben insgesamt 4 neue deutsche Stadien, Millerntor, und dann haben wir noch das Frauenstadion vom VfL Wolfsburg. Dann haben wir Bochum noch mit drin und Greuther Fürth. Hast du zu irgendeinem dieser Vereine eine besondere Story, die du uns mitbringen kannst? Tatsächlich, also ich persönlich bin immer gern nach Bochum gefahren, weil irgendwie, es lief immer gut. Das ist ja dann so ein persönliches Ding. Es gibt Stadien, da fährst du nicht gerne oder Mannschaften. Aber nach Bochum bin ich immer gerne gefahren. Und Greuther Fürth, was soll ich sagen, Aufstieg 2010. War 33. Spieltag, Anfang Mai. Und ja, wir haben einen Sieg gebraucht und wir haben den Sieg geholt, inklusive, das muss man auch sagen, vielen Dank nochmal an Greuther Fürth, inklusive Platzsturm. Ja, und dann können wir im Spiel natürlich auch mal gucken, ob das Millerntor-Stadion dann auch so aussieht wie im echten Leben sozusagen. Ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich wirklich drauf. Ja. Was machen wir als nächstes? Wo gehen wir hin? Als nächstes, wir wollen ja noch ein bisschen Action reinbringen. Ja. Deswegen gehen wir mal hoch in die Sprecherkabine und dann vielleicht darfst du mal kurz ins Mikrofon sprechen. Ins Große, nicht in das Kleine. Oh ja, ins Große. Da hätte ich Bock drauf. Hallo? Ah, doch jemand da. Ja, schön. Komm mal gern rein. Dann gehen wir mal rein hier. Ach, guck mal, das hier ist der Tim. Und der Tim hat hier die Kontrolle über die Geräte, die man braucht, um da was hören zu können. Genau, weil hier wird es ja am Spieltag durchaus auch mal stressig, weil von hier werden ja alle Ansagen gemacht von den StadionsprecherInnen. Von hier aus wird die Videowand bespielt. Das ist nämlich dieser Arbeitsplatz hier. Hier sitzen dann die beiden Stadionsprecher, Sprecherinnen. Sehen hier das Spiel natürlich auch nochmal in der Übertragung, damit sie auch nochmal Spielwiederholung sehen können. Ja. Und hier vorne ist dann der Platz vom Tonkollegen. Ah ja, das ist ja auch interessant für mich. Ich mache ja auch Musik. Ne? Ja, cool. Hier wird dann wahrscheinlich die Wechsel werden ja auch mitgeteilt, genau. Gehe ich davon aus. Und wie gesagt, Tore. Was wird doch alles erzählt? Wenn jetzt zum Beispiel Pyrotechnik hier abgefeuert wird. Was natürlich hochgradig verboten ist und was wir alle nicht unterstützen, nicht wahr, Tim? Da müssen wir auf jeden Fall eine Ansage. Ne? Kann ich auch mal rein? Ja, sicher. Ja? Was würde man jetzt hier? Ist der schon an? Der ist hallo! Schon. So, liebes.
Richtig, ne? Denk dran, mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Gut, Tim, danke dir auf jeden Fall. War ein toller Einblick. Wir gehen jetzt weiter, oder? Wir gehen jetzt dahin, wo gezockt wird. Noch nicht aufs Fußball, auf dem Fußballplatz, sondern tatsächlich an die Konsole. Kalle, wie versprochen, Gaming Area, Gaming Lounge hier im Millantor Stadion. Mit uns ist hier Kamal. Also, nee. Das ist. Ah! Moin, grüß dich. Alles gut? Ja, klar. Schön. Ja, du bist ja hier tatsächlich in eurer Gaming Lounge zu Hause. Ne? Das ist ja quasi hier. Der gehört ja eigentlich hier. Ich gebe dir den mal zurück. Du bist E-Sport-Talent oder Profi hier tatsächlich bei FC St. Pauli. Wie lange bist du schon am Start? Bereits ich 15 bin und seit 3 Jahren bin ich hier Profi. Krass, krass. Und hast du auch schon mal was gewonnen zum Hochhalten? Ja, wir haben den DFB-Pokal gewonnen vor 2 Jahren. Mhm. Und ja, 2-mal Vizemeister geworden. Hoffentlich klappt das dann nächstes Jahr mit der Meisterschaft. Kannst du mir mal hier ein bisschen deinen Laden zeigen, was man hier so machen kann? Dort hinten haben wir auch unsere Vorbeiplätze, da können wir auch mal gerne hingehen. Da zockst du dann immer deine Ligaspiele? Genau. Dann gehen wir da mal hin. Warum sind hier mal 2 Plätze? Und zwar kann man auch 2 gegen 2 spielen. Es gibt einmal 2 Einzelspiele und 1 Doppelspiel in der VBL. Und deshalb sind hier auch 2 Monitore aufgebaut. Mhm. Und wenn man hier nochmal einmal rumgeht, hier ist unsere kleine Streaming-Ecke. Ah. Von hier aus machen wir unsere ganzen Streams, Back-Opening-Streams, Gigantic-Streams etc. Mhm. Und hier sind wir auch relativ oft. Das verstehe ich. Gerade wenn jetzt das Spiel dann rauskommt, FC24, worauf freust du dich am meisten? Natürlich auf die Competitive-Saison. Ich habe große Ziele, große Erwartungen. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Spiel sein wird. Können wir auch mal daddeln hier eine Runde? Oder wie ist das hier? Das ist mein Stichwort. Denn wenn es um Daddeln und Zocken geht, dann gehen wir aufs große Fußballfeld. Also, mir hinterher, auf geht's. Ich habe euch gesagt, wir gehen aufs große Feld. Wir sind auf dem großen Feld. Und Kalle, Kamal, was macht beim Fußballspielen am meisten Spaß? Tore, Tore. Dann fangen wir mit dem Toreschießen an. Und zwar aus der Luft. Wir machen die Flugball-Challenge. Und wir stehen am Fünfer, also starten wir am Fünfer. Ja. Bälle auf die Fünferlinie. Aufgabe ist, den Ball aus der Luft ins Tor. Der muss also hinter der Torauslinie aufkommen. Aber wer fängt an? Also quasi direkt hinter der Linie zählt schon, ja? Hinter der Linie zählt schon. Gut. So. Ah, knapp. Fünfer, alle 3 getroffen. Gehen wir auf 11 Meter Höhe. Let's go. Ja, reicht noch. Hinter der Linie war die Aufgabe. Kamal, ja, ganz entspannt. Du machst das so locker, flockig aus der Hüfte. Aber der ist auch 20 Jahre jünger. Auf die 16er Linie. Die Richtung war gut, aber... Warum ist das so schwer? Ja. Es sieht so leicht aus, aber Kamal muss ja auch erstmal treffen. Schwer ist es nicht, wird ja sowieso treffen. Ah! Oh! Schade! Flugball-Challenge erfolgreich absolviert. Ja. Dann gehen wir jetzt mal zum Lattenschießen. Jeder 3 Schüsse, Latte treffen. Wer fängt an? Kamal. Ich fange an. Kamal fängt an. Dann legen wir die Bälle hin und schauen uns Kamal an. Ja! Ah, knapp. Klapp. Ja, knapp. Schade, kein Treffer. Dass es nicht geklappt hat. Ne? Du? Also wenn ich einmal treffe, habe ich ja schon gewonnen. Ja, zumindest gegenüber Kamal, ja? Warte mal, ich leg dir mal das Ventil nach oben. Warum was denn? So. Bringt das noch was? Ja. Im Jahr 2023? Fürs Gefühl. Okay. So. Bisschen mehr, ne? Du hast doch gut gefrühstückt, Kalle, oder? Ja, also komm. Na, und der? Oh. Der aber der wäre also gut gewesen. Die, Höhe war, die Höhe war gut. So. Ach, ne. Weil keiner von euch getroffen hat, was eigentlich nicht zu erwarten war. Ja. Trotzdem ist es passiert. Gehen wir jetzt ein paar Meter näher ran. Wer zuerst die Latte trifft, Sudden-Death-Modus, hat gewonnen. Ja. Kalle, du fängst an. Ich habe halt schon so einen schönen Jubel. Aber ich muss halt treffen. Die untere, ne? Von hinten. Nee, in dem Fall leider nicht. Kamal, du bist dran. Ha! Was machen wir jetzt? Der 2-0. Ja, wir machen übrigens Best of 5. Ich gehe ins Tor, jeder von euch 3 Schüsse. Und dann schauen wir mal. Der Sieg gibt 3 Punkte. Oh. Ah, oh, Kamal, jetzt hast du dich so angestrengt. Was, wenn ich jetzt gewinne? Wüsste nicht, das ist ja alles gut. Oh! Damit hast du nicht gerechnet, sei ehrlich.
Ganz entspannt, Kamal. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Egal, wer was sagt, ne? Ah. Ah. Jetzt treffe ich die Latte. Oh. Wir haben alles versucht, dass ich in dieser Challenge jetzt noch einen Punkt bekomme. Aber Kamal ist einfach nicht zu schlagen. Du hast es mega gut gemacht. Hast mich komplett nass gemacht. Verdienter Sieger. Du hast auch alles gegeben. Ich würde mir gerne was überlegen. Aber ja. Können wir nicht noch irgendwie Bungee-Jumping oder irgendwie irgendwas einbauen? Naja. Gut, Leute. Hey, hat mega Spaß gemacht, Ralle. Danke dir für den tollen Tag. Sehr gerne. Kamal, danke fürs Zeigen von deinem Gaming Room und Kamal, natürlich auch fürs Zocken hier auf dem Platz. Wenn ihr euch interessiert für EA FC 24, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Es kommt nicht jetzt demnächst raus, da könnt ihr auf jeden Fall mal euch die Infos abholen. Danke auf jeden Fall natürlich auch an den FC St. Pauli. Danke fürs Trikot. Und ja, schaut auch gerne in die Videobeschreibung bei den Social-Plattformen, bei den beiden Jungs hier vorbei. Ja, Instagram, freust du dich, hast du gesagt. Kamal, hast du einen YouTube-Kanal mittlerweile? Ne, YouTube nicht, aber ganz normal Instagram. Ja. Naja, schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei und wir sagen, gut Kick und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.